Hi Leute, wir sind Helen und Sarah von Wir lieben Steuern. Ihr wisst ja mittlerweile, dass wir eigentlich über nichts lieber reden, als darüber, dass Steuerklassen irgendwie ein bisschen überflüssig sind. Und damit ihr die wechseln könnt, wenn ihr wollt, zeigen wir euch heute mal, wie man das bei Elster macht. Wie ihr inzwischen hoffentlich schon mitbekommen habt, sind Steuerklassen kein ganz so großes Mysterium, wie es immer den Anschein hat. Eigentlich steuert man damit nämlich nur den Zeitpunkt der Steuerzahlung. Entweder unterjährig mehr und dafür hinterher eine niedrigere Nachzahlung bzw. höhere Erstattung oder unterjährig weniger und dafür dann hinterher eine höhere Nachzahlung bzw. eine niedrigere Erstattung. Dass die Steuerklassen aber auch absolut gesehen einen finanziellen Unterschied machen können, haben wir euch hier schon erklärt. Und zwar können Sie das immer dann, wenn Entgeltersatzleistungen ins Spiel kommen. Denn die werden nicht anhand des Bruttogehaltes, sondern auf Nettobasis berechnet. Und wenn ihr durch die Steuerklassen netto unterjährig mehr raus habt, dann ist die Berechnungsgrundlage für die Entgeltersatzleistung höher. Da ihr aber grundsätzlich nach der Hochzeit in die Steuerklassen Kombi 4-4 gepackt werdet, könnt ihr das nur nutzen, wenn ihr einen Antrag auf Steuerklassenwechsel stellt. Den müsst ihr aber auch stellen, wenn ihr bisher aufgrund der großen Mystery-Geschichten um die Steuerklassen in 3-5 wart und nach unserem Video beschlossen habt, dass 4-4 für euch doch vielleicht die bessere Lösung ist. Das ist auch gar nicht so schwer und damit ihr euch da nicht alleine reinfuchsen müsst und weil das Thema bei uns einfach so oft aufkommt, zeigen wir euch jetzt mal schnell, wie das geht und zwar mit Elster. Ihr meldet euch in Elster an und solltet wahrscheinlich gleich auf der Startseite Mein Elster bei der oberen Kachel eine haben, die euch direkt in den Antrag auf Steuerklassenwechsel bringt. Die könnt ihr einfach auswählen. Solltet ihr die da aber nicht sehen, findet ihr den Antrag auch unter Formulare und Leistungen, alle Formulare, Lohnsteuer, Arbeitnehmer. Da werdet ihr dann gefragt, für welches Jahr ihr den Antrag stellen wollt und landet dann auf der Startseite des Formulares. Denjenigen, die auch ihre Steuererklärung mit Elster abgeben, sollte das schon ziemlich bekannt vorkommen, denn das sieht ziemlich exakt genauso aus. Hier passiert erstmal noch nichts Großes, da geht es nur um eure Steuernummer. Und auf den nächsten beiden Seiten geht es nur um eure persönlichen Daten und um die eures Ehepartners. Das solltet ihr auch easy ohne unsere Hilfe hinbekommen. Und da ihr den Antrag ja selbst stellt, könnt ihr die dritte Seite einfach ignorieren. Auf der nächsten Seite geht es jetzt auch endlich inhaltlich los. Hier wählt ihr jetzt die Steuerklassenkombi aus, die ihr gerne haben wollt. Wenn ihr 3-5 wollt, müsst ihr beim Auswählen darauf achten, dass ihr richtig rum auswählt. Also nicht, dass es irgendwie ein objektives richtig rum gäbe, aber ihr müsst halt gucken, dass es auch so rum ist, wie ihr es haben wollt. Dafür müsst ihr wissen, wen ihr als Antragsteller eingetragen habt und wen als Ehepartner. Darunter seht ihr jetzt so ein Kästchen. Das hakt ihr dann an, wenn ihr frisch geheiratet habt und möchtet, dass der Steuerklassenwechsel in diesem Jahr rückwirkend ab dem Monat gilt, in dem ihr geheiratet habt. Grundsätzlich ist ein Steuerklassenwechsel nämlich nur für die Zukunft möglich. Das steht auch einmal noch hier oben drüber und zwar nämlich ab dem nächsten Monat. Also ihr stellt den Antrag, ab dem nächsten Monat Steuerklassenwechsel. Die nächste Seite hier müsst ihr nur ausfüllen, wenn ihr die Kombination 4-4 mit Faktor gewählt habt. Das liegt daran, dass bei dieser Steuerklassenkombination ja nicht die kompletten Freibeträge von einer Person auf die andere übertragen werden, sondern nur ein Teil, und zwar mit einem gewissen Faktor. Aber der muss irgendwie berechnet werden. Und deswegen müsst ihr dazu zusätzliche Angaben machen, um genau zu sein zu eurem Gehalt und zu eurer Kranken- und Pflegeversicherung. Die nächste Seite könnt ihr dann wieder ignorieren, denn ihr macht den Antrag ja selbst. Danach könnt ihr theoretisch noch Anhänge beifügen, aber praktisch werdet ihr das vermutlich eher nicht brauchen. Dann prüft ihr hier alles und schickt es ab. Das war's dann auch schon. Ihr könnt eurem Arbeitgeber natürlich Bescheid sagen, dass ihr die Steuerklasse wechselt, aber unbedingt nötig ist es nicht. Denn das Finanzamt spielt gewisse Daten an die Arbeitgeber zurück, die sogenannten elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale, kurz Elstern. Und dazu gehört eben auch die Steuerklasse. Ihr solltet aber eure Gehaltsabrechnung dann mal ein bisschen genauer checken, um zu gucken, ob auch wirklich alles geklappt hat. Manchmal kann es je nach Abrechnungszeitpunkt eures Arbeitgebers passieren, dass sich das überschneidet und auf der Abrechnung vom nächsten Monat noch die alte Steuerklasse steht. Aber das wird dann in der Regel einfach mit der übernächsten Abrechnung wieder glattgezogen. Wir sind Sarah, Steuerassistentin, und Helen, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Wir wissen ja, dass solche Tutorial-Videos bei euch ziemlich gut ankommen. Deswegen, wenn ihr noch mehr Sachen habt, wozu ihr Tutorials von uns haben wollt, dann schreibt uns das mal unten in die Kommentare. Und ja, ansonsten bis nächste Woche, ne? Tschüss. Ciao. Oh, stell mal bitte die Monsterdose auf.
Schanke, danke.